Hallo und willkommen zu unserer Eifelblick Osterausgabe. Wieder einmal vollgepackt mit Geschichten aus der Nordeifel, mit Menschen, die besondere Leidenschaften haben und mit interessanten Service-Themen. Nur eins zeigen wir heute nicht, wie man am besten Ostereier färbt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen. Gerade in einem Ort wie Simmerath, der sich zunehmend städtisch präsentiert und laufend umgebaut und erweitert wird, ist die Heimatgeschichte besonders wichtig, um manches in Erinnerung zu behalten. Dafür sorgt nicht zuletzt Erwin Finken, langjähriger Ortskartellvorsitzender und Vorsitzender vom Arbeitskreis Alt-Simmerath. Mit ihm habe ich vor kurzem mal einen Dorfspaziergang durch Simmerath gemacht. Hallo Erwin. Hallo Dirk, grüß dich. Erwin, wer ist der Kramermann? Ja, der Kramermann, das ist eine Symbolfigur für den Simmerather. Und zwar stammte aus der Zeit, als in Simmerath noch viele landwirtschaftliche Bedienstete waren. Und der Bauer, der hatte zu Hause auch ein Geschäft. Und wenn er nun zum Feld ging, dann hatte er die Feldhose an, ja. Und wenn er jetzt spazieren ging und im Geschäft war, dann hat er den Kragen an, okay. Deswegen Kramermann. Ah, okay. Und dann, wenn er dann ins Fenn ging, um Sträucher zu mieren, ja. Dann holte er die Heugabel mit. Aha. Und wenn dann die Arbeit im Feld zu Ende war, kam er wieder nach Hause und legte den Kragen wieder an und dann war er wieder im Geschäft. Ja. Gibt es denn eigentlich, ist das eine echte Figur, so wie in Monschau, wo man halt ein... Kein bestimmter. Nee, kein bestimmter. Also das ist halt... Praktisch ein Landwirt aus Simmerath. Ja, okay. Kombiniert gut. Mit Geschäftsmann. Okay, ganz wichtig in Simmerath. Und wir gehen jetzt mal weiter zur Pfarrkirche. Du hast mir eben schon mal angedeutet, dass der Platz vor der Kirche früher einen anderen Zweck gehabt hat, ne? Ja, dieser Platz, der jetzt in Grün erscheint, der ist bis vor Jahren komplettes Gräberfeld gewesen. Aha. Für den Friedhof. Ja. Und von diesem alten Friedhof sind nur die Priestergräber übergeblieben. Ja. Alles andere ist eingeebnet und eingegrünt worden. Aha. Und die Gräber der Priester stehen oder sind direkt neben dem Eingang dann? Ja, die haben da ihren Ehrenplatz. Früher gab es auch noch Gräber der Schwestern vom Krankenhaus. Aha. Aber okay. Die sind auch mittlerweile liquidiert worden. Ja. Weil die Schwestern vom Krankenhaus, die werden mittlerweile auf dem großen Friedhof am Sommerchen begraben. Ja. Und jetzt kommen wir hier zum Eingang unserer St. Johannes der Täufer Kirche. Ja, Erwin, wir sind jetzt im Eingangsbereich der alten Kirche, ne? Ja, das ist das Relikt von der alten Kirche, die bis zum September 1944 gestanden hat. Und dieses Gewölbe ist nach dem Krieg integriert worden in den Neubau der Kirche. Und die neue Kirche ist 1951/52 gebaut worden und am 13. Dezember 1952 eingeweiht worden. Aha. Und aus dieser alten Zeit ist dieses Gewölbe als letztes Teil vom alten Mauerwerk geblieben. Ja. Aber man kann noch sehen, wie die alte Kirche ausgesehen hat. Die ist nämlich ein schönes Beispiel dafür, angefertigt worden und sogar mit Licht. Ja, und wenige Meter weiter sind wir da, wo euer Archiv ist vom Verein. Und mit einem tollen Fenster und Gebäude. Was war hier früher drin? Das war die alte Berufsschule. Aha. Vom alten Kreis Monschau mit dem Emblem oben, dem Handwerk zur Ehr aus dem Jahre 1950. Und dieses Gebäude wird mittlerweile von verschiedenen Vereinen genutzt, unter anderem im Jugendcafé und dann von unserem Altkreis Simmerath als Archiv. Ja. Und dann ist die Hansa-Blasmusik hat noch ihren Übungsraum dort drin. Aha. Und die Grundschule hat auch noch einen Raum. Und die Bücherei ist auch noch drin. Und die Bücherei, ganz wichtig. Sie ist auch noch drin und das erfreut sich alles eines harmonischen Lebens. Wir gehen jetzt gerade zu einem Bauwerk hin, das ist das älteste in Simmerath. Richtig. Auch wenn es sich immer an seinem Platz gestanden hat, ne? Ja,
Diese St. Johanneskapelle, die stammt aus dem Jahre 1665 und hat ursprünglich in der Nähe des Kragemann Hotels, wo wir gleich noch hinkommen, gestanden. Und die ist 1968 ist die umgesetzt worden aus straßenbautechnischen Gründen und hat hier einen neuen Platz gefunden. Ja. Aber dieser neue Platz wird neuerdings nach neueren Planungen eines Aachener Professors wieder umgesetzt, sollte das werden. Aber die Meinung in Simmerath ist so, wir lassen den Johannes da, wo er ist und wollen nicht dafür uns einsetzen, dass das versetzt wird, sondern noch an dem Platz, wo jetzt Johannes ist, soll er auch bleiben. Ja. Da sind wir am Hotel Kragemann bzw. Kragemann. Da gibt's die, ja, wir haben ja eben schon mal am Anfang erzählt, dass die Schrift, die Schreibweise ein bisschen anders ist. Was ist der Hintergrund dabei? Ja, Kragemann haben wir ja eben die Figur als Symbolfigur gesehen. Und die Familie Kaulach, die das Gebäude seinerzeit als Altbau übernommen hat und toll restauriert hat. Ja. Man sieht das im alten Fachwerk und überall, auch innen drin ist vieles geblieben, wie es war. Ja. Der hatte damals Probleme mit der Namensgebung bei der Internetvergabe. Ja. Und da hat man ihm gesagt, Kragemann mit R geschrieben, das können wir nicht verwirklichen. Sie müssen schon auf Hochdeutsch machen, auf Kragemann. Okay. Dann hat er sich darauf eingelassen, war zwar gegen unseren Willen, aber auch mittlerweile hat es sich so eingebürgert, dass da mit R geschrieben wird und hier mit G geschrieben wird. Gemeint ist dasselbe. Das tolle Gebäude, das könnte eigentlich ja ein Vorbild sein für viele andere Gebäude in Simmerath, die hier auch abgerissen werden sollen und werden. Ne? Ja, wir haben ja zuletzt, jetzt im letzten halben Jahr erlebt, dass das gegenüberliegende Hotel zur Post auch ein altehrwürdiges, teilweise Fachwerkgebäude leider verschwunden ist und jetzt einen modernen Block weichen musste. Ja. Aber es muss das Bestreben sein, das alte Fachwerkhaus Idyll von Simmerath zu erhalten, wie jetzt hier die Familie Kaulach das wunderbar verwirklicht hat. Wenn man sich das hier anguckt jetzt, wo wir stehen auf dem Rathausplatz, vor dem Rathaus, ist das Dorf, Gemeinde oder ist das Stadt, was wir hier sehen? Es ist Dorf und es wird auch Dorf bleiben. Es gab zwar schon mal Bestrebungen unter anderer Regie, politischen Stils, dass Simmerath zu einer Stadt werden könnte. Aber die Tendenz ist mittlerweile abgeklungen. Simmerath bleibt ein Dorf und wenn wir das Dorf vernünftig gestalten können, haben wir mehr, als wenn wir uns große Töne spucken und Stadt werden könnten. Aber die Architektur hat ja ein bisschen Stadt, ne? Die wir hier so sehen. Es sind auch viele fremde Architekten hier tätig gewesen, im Baustil nicht immer harmonisch zueinander passend. Aber das hat man leider damals verpasst, dass das eine einheitliche Struktur werden sollte oder könnte. Aber wir müssen halt damit leben. Wir sind nicht zufrieden mit diesen Wohnblocks, die hier in Simmerath entstanden sind. Aber auch das Geld und der Gewinn, die Regierung. Ja. Das Krankenhaus in Simmerath ist ja, ja außergewöhnlich, weil es heißt ja heutzutage Eifelklinik. Was hat denn der Herr Dr. Fritz? Dr. Fritz denn wirklich gemacht? Der ist im Jahre 1929 als junger Arzt hier nach Simmerath gekommen und war sozusagen Landarzt. Ja. Und hat dann zu dieser Zeit, geboren war er 1899, hat dann das als praktischer Arzt hier in Simmerath gewirkt und hat dann das damalige kleinere Krankenhaus hier in Simmerath, St. Brigida, mit übernommen und da ist er als leitender Chefarzt bis 1950 geblieben und hat also dafür gesorgt, dass Simmerath damals schon ein tragbares und auch sehr wirkungsvolles Krankenhaus bringen konnte. Ja. Und er war also sehr beliebt in der Bevölkerung, weil es hier rundherum sonst keine Ärzte gab.
Ja. Und ihm zu Ehren haben wir dann vom Altkreis Simmerath, auch wieder initiiert von unserem Freund Erich Kogel, dieses Denkmal ihm gewidmet. Erwin, unser kleiner Dorfrundgang ist jetzt fast am Ende. Wir sind bei Schröders Eck. Schröders Eck hat ja auch noch eine Geschichte, ne? Ja, Schröders Eck ist ein ehrwürdiges Restaurant, was also schon viele Generationen durchgemacht hat und mittlerweile wieder in guten Händen ist. Und das ist also noch auch über den Krieg gerettet worden. Ja. Mit einigen Einschüssen, aber sonst wieder in alten Zustand versetzt worden. Und das geht also ganz gut. Ja. Da ja in Simmerath die Restauration ziemlich kaputt gegangen ist im Laufe der Jahrzehnte. Und deswegen sind wir froh, dass die noch eine vernünftige Restauration aufrechterhalten können. Und Erwin, vielen Dank für die ganzen Ausführungen. Das werden wir wahrscheinlich noch mal wiederholen. Wir haben ja noch ein bisschen Natur zu zeigen, rund um Simmerath. Das ist richtig. Da ist noch vieles da. Ja. Erst schon mal viel toi 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 bei eurer Suche für eure Leute im Verein. Ne? Also noch mal der Hinweis, wir können noch Leute gebrauchen. Die Simmerather können noch Leute gebrauchen. Und ja, wir werden uns dann hoffentlich demnächst wiedersehen zu einem kleinen weiteren Rundgang. Und andere Ecke. Andere Ecke. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Und auch wir möchten uns auch im Namen des Arbeitskreises Alt-Simmerath im Kameradschaftlichen Verein ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, über euch, über Eifel 3 TV bekannt zu werden und auch für Leute zu werben. Und wir drücken euch die Däumchen und wir hoffen auf weitere gute Kooperation. Ja, das wollen wir beide hoffen. Und ja, vielleicht habt ihr auch mal Spaß dabei, einen kleinen Dorfrundgang in Simmerath zu machen. Schon lange hatten wir das eingeplant. Ein Interview mit der Eifel-Podcast-Macherin Julia Kunze. Umso schöner, dass wir das in der heutigen Sendung gewissermaßen als Ostergeschenk für euch endlich umsetzen können. Julia hat inzwischen alle möglichen Eifler vor ihrem Eifel-Podcast-Mikrofon gehabt und heute ist sie bei uns vor der Eifelblick-Kamera. Hallo Julia. Hallo. Julia, wie viele Leute hast du denn schon vor deinem Mikrofon gehabt? Hast du schon einen Überblick? Ja, ich bin jetzt bei der 59. Folge, also es müssten ein bisschen mehr als 60 sein, weil manchmal habe ich auch zwei Leute und demnächst ist dann die 60. Ausgabe schon. mehr als Jubiläum, ja. Ne? Wie lange sind die einzelnen Ausgaben, also von der Länge her? Ach, die sind so zwischen 15 und 45 Minuten, das kommt immer drauf an. Also das Schöne an dem Podcast ist ja, wir haben Zeit, wir können so viel Zeit nehmen, wie man will, wie das Gespräch ist, wie der andere Lust hat zu reden. Und dass ich mich ganz auf die Leute einstellen kann und das ist dann, kann dann auch mal 45 Minuten sein. Podcast ist ja quasi wie Radio, ne? Nur mit Zeit. Nur mit Zeit, genau, keine 3-Minuten-Beiträge. Wie findest du denn die Leute, die du dann vor der Mikrofon hast? Also ganz unterschiedlich. Also als ich gestartet habe zum Beispiel, da habe ich gedacht, das Thema neu in der Eifel wäre doch cool, weil ich war selber neu in der Eifel. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel den Hermann von Fennen getroffen, der nämlich schon mal darüber gesprochen hat. Unser Hobby. Ja. Und dann kommt irgendwie immer so eins zum anderen. Dann kennt der wieder fünf spannende Leute, dann kennt der wieder fünf spannende Leute. Und letztendlich habe ich eine Liste. Also ich kann noch Jahre weitermachen. Irgendwie. Du hast es gerade schon erwähnt, du bist neu in der Eifel, also aber schon eine gewisse Zeit neu. Ja. Wie bist du denn in die Eifel gekommen? Also mein Mann und ich, wir haben uns überlegt, wo wollen wir wohnen und wie wollen wir wohnen. Mhm. Und dann haben wir uns auf die Reise gemacht durch ganz Europa und haben uns alles Mögliche angeguckt und haben gedacht, ich will einen Bauernhof haben. Und dann haben wir mal eine Zeit lang auf dem Bauernhof gelebt und haben gemerkt, boah, ist ganz schön viel Arbeit und so. Und dann haben wir gemerkt, wir wollen in einem Mittelgebirge wohnen, weil da uns das Klima irgendwie ganz gut passt. Mhm. Und irgendwie sind wir dann immer so Stückchen für Stückchen vorangekommen. Und dann ist es die Eifel tatsächlich geworden. Wobei das muss man sich vorstellen, man kommt durch ganz Europa und landet in der Eifel. Ja, mein Vater hat es vorher gesehen. Er wusste das von Anfang an. Er landet in der Eifel nachher. Ja. Aber tatsächlich wäre es fast Estland geworden. Mhm. Also Estland hat uns auch sehr, sehr gut gefallen.
Ja. Aber die Eifel hat schon viel. Ja, also, okay, ist ein E vorne. Ne? Yeah, also yeah. E und Estland. Also Eifel, Estland ist ja fast gleich. Ja, ja, klimatisch. Klimatisch. Ja. Und von Berufswegen bist du Journalistin. Ich bin Journalistin, ja. Ja. Also lag das mit dem Eifel-Podcast gar nicht so weit weg? Ja, genau. Also ich habe halt selber immer ganz viel Podcast gehört und dann habe ich geguckt, gibt es denn sowas in der Eifel? Hm. Und gab es nicht. Und dann habe ich gedacht, oh ja, dann muss ich das wohl selber machen. Ja. Weil im Gegensatz zu diesem wunderbaren Studio braucht man ja nicht so viel, wenn man einen Podcast hat. Also man braucht ja eigentlich nur ein kleines Mikrofon. Ja. Und dann habe ich gedacht, mal gucken, ob es funktioniert. Und weil ich auch dabei, ich kannte ja niemanden, es war Corona auch, es war 2020. Ich habe gedacht, wie kann ich Leute kennenlernen in der Eifel? Wie kann ich Freunde finden? Es gibt keine Vereine, keine Festivitäten gerade. Und dann habe ich mir die Leute halt gesucht und habe darüber halt richtig viele coole Kontakte gekriegt. Also in der Eifel bekommt man ja sehr viele Kontakte. Es leben ja so viele unterschiedliche Menschen in der Eifel, ne, die viel erzählen können. Und davon profitieren wir ja bei Eifel 3 TV übrigens auch, dass es einfach hier so unglaublich tolle Leute gibt, wie eben auch Julia Kunze, die heute zu Gast ist als Eifel-Podcast-Macherin. Ja, fast 60 Podcasts. Gibt es da eine Vorliebe für bestimmte Themen, die du da hast? Also meine Vorliebe ist eigentlich jedes Thema oder jeder Mensch, es geht ja immer um Menschen, um Eifler, der sich für irgendwas engagiert. Und dann ist es mir im Grunde total egal, ob das jetzt irgendwie der Sondler ist, der im Boden nach Schätzen sucht oder die hier Wanderwege, Eifel, demnächst habe ich den Eifelverein oder jetzt die Eierlage in Schönecken, die kennt man vielleicht auch. Also Hauptsache es sind Leute, die engagieren sich, die brennen für ihre Sache und dann ist es mir ganz, ganz gleich. Das ist meine Vorliebe. Wo kann man die Podcasts hören? Die kann man unter www.eifelpodcast.de. Wir blenden das hier unten mal ein. Ne? Also bei ihr. Ja. So. Und, oder bei Spotify oder iTunes. Genau, aber die meisten gehen über die Homepage tatsächlich. Gibt es irgendwie jemanden, der, wo du noch nicht rangekommen bist, aber den du gerne mal von Ja, einige. Ja. Ja, also ohne jetzt Namen zu nennen. Ach so, ja, ich kann auch Namen nennen. Ja, also ich, auch Namen ich hätte total gerne mal Heino interviewt, aber der ist ja leider kein Eifler mehr. Aber vielleicht kann der trotzdem was erzählen. Er hat ja lange in der Eifel gewohnt. Ja, ja, klar. Bei dem hatte ich meinen ersten Job als Tellerwäscher. Wo? Im Café. In Bad Münstereifel? Ja, ja. Mit 15. Du hattest auch noch einen anderen Menschen mit Haaren, ne, wo du gearbeitet hast. Was? Was? Einen anderen bekannten, berühmten. Ach so, ich habe Harald Schmidt im Studium gearbeitet, ja. Und jetzt hier. Ja, also, aber noch ein Eifler, den du jetzt im Grunde genommen außer Heino? Also gerne auch Waldi würde ich total gerne kennenlernen. Okay, das sollte machbar sein. Ja, und hier den Wohlleben würde ich auch total gerne interviewen. Ja. Ja, also natürlich auch mega gerne Thomas D., aber ich glaube, der möchte nicht in den Podcast rein, habe ich gehört. Ja, aber das ist auch so ein Idol meiner Jugend. Ja, das ist so. Okay, ich darf vielleicht noch verraten, ich würde gerne Andreas Kieling mal hier. Ah ja, Andreas Kieling, ja. Ja, auch. Also Andreas, falls du das siehst, wir beide würden das gerne gemeinsam machen. Wir können das auch, wir können das auch, also das die Tonspur zweitverwenden. Ja, genau. So. Ne, Zweitverwendung könnten wir sowieso öfters mal machen. Ja. Das heißt, du hast eben mal durchblicken lassen, Harald Schmidt, du kommst, hast auch mit Fernsehen zu tun gehabt. Ne? Ich habe auch, ich komme vom Fernsehen, habe da mal gearbeitet, aber ich, wie gesagt, ich finde das viel einfacher, einfach alleine loszulaufen mit dem Mikro, weil was ihr hier geschaffen habt, ist ja unglaublich. Mhm. Also hier mit zwei Kameras und ganz viel Licht und so, aber das braucht ja total einen Aufwand. Ja, ja. Also, ja. Hammer. Ja, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch lange darüber sprechen. Wie die Leute unter sich. Ja, also hört einfach mal rein bei Julia in den Podcast, bei Eifel Podcast. Ja. Gerne. Und ich denke, wir werden uns mit Sicherheit in der Zukunft des Öfteren mal wiederhören und wiedersehen. Ja, danke dir. Julia. Nun, wo die Menschen nach der zurückliegenden Corona-Zeit wieder oft ihr Haus oder ihre Wohnung verlassen, da sehen ungebetene Gäste wieder ihre Chance. Und die Einbruchszahlen sind auch wieder gestiegen. Es ist also durchaus sinnvoll, zu Hause nochmal einen Sicherheitscheck durchzuführen. Wir haben das bei uns einmal gemacht, und zwar mit den Experten der Polizei in Aachen.
Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Tag. Ja, schön, dass Sie heute Morgen hier sein können, um uns mal ein bisschen zu erzählen, wie denn die Sicherheit von unserem Haus ist. Wie ist denn so der erste Eindruck von draußen? Was würde denn so ein potenzieller Einsteiger ins Haus direkt bemerken? Ja, die Vorderfront einmal für den Einbrecher relativ uninteressant. Interessant ist es rechts und links, ob ich da ungesehen irgendwo an ein Fenster oder dergleichen rankomme. Das würde er wahrscheinlich als erstes machen, weil hier vorne durch den fließenden Verkehr, der ab und zu hier vorbeikommen könnte, ist schon sehr auffällig, wenn hier jemand arbeitet. Dann gehen wir doch mal direkt vorne rein und schauen als erstes mal, ob den, wenn er vorne versucht bei der Haustür. Das ist immer unser erster Blick. Ja. Ne? Beim Reingehen sieht man schon, wie sicher so eine Tür ist. So, dann wollen wir mal sehen, wie denn sich die Haustür so gestaltet, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also die Tür ist, sieht schon mal sehr gut aus. Eine Mehrfachverriegelung. Das heißt, die Tür, wenn die zu ist, und abgeschlossen ist, ist eine Dreifachverriegelung toll, super. Wenn Sie die Tür einfach nur so zumachen, hält die Tür nur gehalten durch diese sogenannte Falle. Ja. Die lässt sich alle relativ leicht auch von außen mit bestimmten Werkzeugen nach hinten schieben, wie der Schlüsseldienst das übrigens auch macht, wenn man sich ausschließt. Ne? Und dann ist man schnell drin. Also die Tür ist sicher, wenn sie abgeschlossen ist. Ja. Wir haben jetzt mal doch einen kleinen Blick ins Badezimmer, ins Gästezimmer geworfen. Ja, Ihr Eindruck? Ja, das Fenster ist schon mal gut, weil es einen abschließbaren Griff hat. Das erschwert den Einstieg schon mal. Es gibt das sogenannte Skidfall-Stechen, was von Täter benutzt wird. Dann wird der Schraubenzieher neben der Scheibe reingeschlagen und dann geht man mit dem Schraubenzieher unter den Griff und dreht den mit dem Schraubenzieher hoch. Okay. Das ist bei einem abschließbaren Griff schon mal nicht möglich. Jetzt müsste man das Fenster nur einmal öffnen, um zu sehen, ob die Verzapfung rundherum stimmt. Oben drauf einmal. Ja. Und einmal an der Seite. Das sind Zapfen. Die haben ein kleines Köpfchen und das zieht sich hier in dieses Schließstück rein und kann dann nicht mehr gehebelt werden. Okay. Davon sind jetzt aber nur zwei Stück, was wir empfehlen, dass die rundum laufen. Das heißt, man könnte jetzt nachrüsten, sollte nachrüsten? Genau, man kann, es besteht die Möglichkeit, die Fenster nachzurüsten. Dann muss einmal dieser Beschlag rundherum im Fenster getauscht werden und diese Schließstücke im Rahmen müssen getauscht werden. Ja. So, dann kommen wir jetzt ins Wohnzimmer in Richtung Terrasse und große Terrassenfenster nach hinten. Wie ist Ihr Eindruck jetzt? Also erstmal wieder positiv, abschließbarer Griff. Natürlich jetzt nur, weil wir hier sind, steckt der Schlüssel, sonst wäre der nicht von draußen sichtbar. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, hier. Das sieht leider nicht gut aus. Okay. Überall nur diese sogenannten Rollzapfen. Ja. Ich kann Ihnen das mal kurz zeigen. Schauen Sie hier. Die Rollzapfen greifen hier ein beim Verschließen. Und wenn jetzt ein vermeintlicher Täter von außen hebelt, springt irgendwann dieser Zapfen darüber. Und das heißt an jeder Stelle und irgendwann ist die Tür offen. Ja, jetzt die Schiebetür. Da sind wir jetzt mal gespannt, wie denn der Experte zur Schiebetür sagt. Öffnen die mal und schauen mal nach. Aber wenn die baugleich sind, zur gleichen Zeit eingebaut worden sind. Ja, genau. Ja, sieht man das gleiche Bild. Auch wieder überall nur die Spritzguss-Schließteile. Unten ist wieder eins mit Pilzkopfzapfen, was wahrscheinlich mit der Kippfunktion vom Fenster zusammenhängt. Ja. Und oben ist auch ein einziges und ansonsten auch wieder nur Spritzguss. Ja. Das heißt, da gilt das Gleiche wie bei den Türen, sollte man auch nachrüsten. Ja. Und das ist eine Schiebetür, die kann man natürlich noch, falls es jemand schaffen sollte, die aufzuhebeln, gegen Aufschieben schützen. Ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann einmal einen Balken zusätzlich unten reinlegen, der sollte aber ziemlich stramm sitzen, weil sonst sieht der Täter das und macht mit dem Kitzfallstechen, was ich eben schon erklärt habe, also mit dem Griff macht auch unten und schmeißt den Balken im Schraubenzieher weg. Ja. Da gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, es gibt Schlösser, die werden in den Boden eingelassen, das ist wie so ein Bolzen, den schließt man dann auf, dann springt der hoch und schließt den dann wieder ab. Und dann steht da ein Bolzen, dann ist die Tür auch gegen Aufschieben gesichert. Und mit einem Schlüssel kann man das wieder lösen, den Bolzen reindrücken, dann kann man die Tür ganz normal aufschieben. Okay. So, jetzt gehen wir mal nach draußen und schauen uns mal die Situation vor Ort an, also im Garten. Und also ich behaupte mal, die Möglichkeit hier reinzukommen ist relativ einfach, ne? Ja, richtig.
Da vorne ist ein Gartentürchen, es ist nicht allzu hoch, da kommt man relativ leicht drüber. Mhm. Aber es ist schon abgegrenzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es an den Seiten aussieht, müssten wir mal schauen. Ja, wir können mal schnell in den Schnee rein, gehen mal ganz kurz gucken. Ja, aber gut. Ist ja auch nur der kleine Jägerzaun, der hält natürlich auch nicht wirklich ab. Nee. Aber wenn er übertritt, begeht er schon Hausfriedensbruch. Ja, okay. Weil es ist ein eingezäumtes Gelände. Okay, dann ist er zumindest schon mal rechtlich gesehen ein Überschritt. Ne? Das heißt, wenn man jetzt wirklich abzäunen wollte, dann müsste man natürlich das mindestens 1,50 Meter Höhe, weil das ist dann schon ein anderes als einen Schritt über den Jägerzaun zu machen. Ne? Da muss einer wirklich drüber klettern und da ist die Absicht eigentlich schon von vornherein klar. Ja. Ne? Ansonsten, wenn er über so einen Jägerzaun, ich hatte vorne geklingelt, habe nichts gehört, ich denke, geh mal gucken, ob hinten einer ist. Ne? Ja. Dachte sich immer rausreden. Ne? Aber wenn er über so einen Zaun drüber klettert, dann ist er schon, ist sich auch bewusst, ist begeht eine Straftat. Ja. Wir haben also gerade die Sache begangen. Ne? Wir haben also einmal mal rumgeschaut und jetzt kommt von Ihnen noch ein abschließendes Fazit. Ne? Genau. Oft fragen die Leute ja dann auch, wer macht mir das denn so, wie die Polizei das empfiehlt? Und da lassen wir sie auch nicht im Regen stehen. Wir geben Ihnen also auch eine Liste von Handwerkern, die das genau in der Art und Weise anbieten, wie wir als Polizei das empfehlen. Diese Firmen sind auch überprüft durch das Landeskriminalamt, müssen nachweisen regelmäßig, dass sie Lehrgänge besucht haben und das dementsprechend durchführen. Und das ist diese Liste. Das sind nicht alle Firmen, es gibt eine landesweite Liste, können Sie auch nachgucken, wenn Sie jetzt sagen, der kann ja ruhig von weiter her kommen. Ja. Das sind die Firmen aus unserem Bereich, die zusätzlich noch Mitglied sind in dem Netzwerk Zuhause sicher. Ja. Das Netzwerk kümmert sich also um Einbruchschutz und dergleichen. Mhm. Und die Firmen sind Mitglied und die sind auf der Liste des Landeskriminalamtes als Errichter für Einbruchschutz gelistet. Also das waren doch tolle Tipps. Und wie gesagt, wenn ihr das gleiche Problem habt oder einfach wissen wollt, wie sicher euer Zuhause ist, einfach in Aachen beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz anrufen. Aber wenn Sie bei der Polizei Aachen anrufen und Ihr Anliegen dort äußern, dann wird man Sie auch mit uns verbinden. Okay, wir werden diese Adresse nochmal hier unten einblenden, auch eine Telefonnummer. Und ich bedanke mich für den Besuch. Sehr gerne. Hier in Mützenich. Und ich sag mal, toi toi toi, dass es alles ohne Einstieg weitergeht. Alles klar. Dankeschön. Danke. Die Pfarre St. Lambertus Kalter Herberg lädt für Samstag um 21 Uhr zur Feier der Osternacht in den Eifeldom ein. Die Liturgie der Osternacht wird mitgestaltet von Mitgliedern des Musikvereins Harmonie, der Organistin und Sopranistin Tatjana Kronau, von Ministranten und Lektoren. Eine Besonderheit in dieser Osternachtsfeier stellt in diesem Jahr die Taufe eines jungen Erdenbürgers dar. Nach dem Gottesdienst lädt der Pfarreirat zur Agapefeier ins Fachzentrum ein. Zur gleichen Zeit findet in Monschau in der Aukirche ebenfalls um 21 Uhr die Osternachtfeier statt. Wer sich für Jugendgottesdienste zu alt und für Seniorengottesdienste zu jung fühlt und nochmal einen tollen Gottesdienst miterleben will, ist hier richtig. Dafür sorgt auch die Eifler Sacropop-Band Spirit. Und jetzt zum Abschluss noch eine neue Aktion von Eifel 3 TV, insbesondere für die Damen. Danny von Kultisch in Simmerath erzählt uns, worum es geht. Hi, ich bin Danny, die Chefin von Kultig. Gemeinsam mit Eifel 3 TV küren wir die Eifel Queen. Wir suchen vier Damen zwischen 25 und 65, die Lust haben, eine professionelle Typveränderung zu machen. Vom neuen Haarschnitt bis zum kompletten modischen Outfit. Und am Ende könnt ihr das Ergebnis in der Eifel Queen Show sehen. Am besten hier in Kultig vorbeikommen und sagen, ich will. Wir suchen dann die vier glücklichen Damen aus. Also mitmachen und gewinnen. Das wird ein Megaspaß. Na,
Nach dem bewölkten Karfreitag mit Schauern und später auch etwas Sonne rückt am Ostersamstag Hoch Nadine zu uns und sorgt für zwar bewölktes Wetter, aber es bleibt trocken. Und es kann immer wieder was Sonne geben, bei 9 bis 15 Grad. Am Ostersonntag stellt sich freundliches Wetter mit Sonne und Wolken ein bei 11 bis 16 Grad. Und Ostermontag sind es örtlich bis zu 18 Grad. Abends kann es dann ein paar Schauer geben mit Näherung atlantischer Tiefs, die nach Ostern was wechselhafteres Wetter mit sich bringen. Das war der Eifelblick zu Ostern. Frohes Fest und viel Spaß beim Eiersuchen. Nächste Woche bin ich wieder hier. Wir sehen uns also in Kürze. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder mehr habt, ihr wisst ja, das ist unsere E-Mail dazu. Eifelblick@eifel3.tv. Bis nächste Woche. Tschüss.